Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Das hier ist endlich mal die zweite Aufnahmesession, beziehungsweise die dritte. Also, ich konnte jetzt erst die ersten Kommentare lesen und ja. Freut mich, dass das Spiel bei euch auch gut ankommt. Ist auch ein neuer Tag jetzt hier. Das heißt, wir können gleich einmal kurz in den Online-Shop gucken, auch wenn wir uns eh nichts gönnen können. Und ich habe gerade gelernt, weil ich habe hier jetzt so gesehen heute neu gestartet. Bei jedem Besuch im Turm vom Rosenbühl werden die LP und MP meiner Monster komplett auch wieder aufgefüllt. Ja, hier kann ich mich über hochheilen, wenn ich will. Und das werde ich wahrscheinlich auch nutzen. Gucken wir mal eben kurz in den Online-Shop. Guck mal, diesmal ist es Bröckelfan. Außerdem ein Stärkering und ein rasanter Ring. Ich denke mal, diese Fan-Dinge sind eigentlich das, was man haben will. Diese einwandfreie Arznei, die gab es auch schon letztes Mal. Die kann man offenbar immer kaufen. So, wir wollen heute aber dann aus dem Turm herausgehen und für den Fall der Fälle. Nebenbei, das seht ihr jetzt erst, der Turm ist jetzt auch hier im Ladebildschirm. Und der ist auch im Startbildschirm jetzt. Okay, ich habe mir eine Sequenz eigentlich gerechnet. Ich gehe mal zur Koppel, weil da sollten sich jetzt die ein oder anderen Sachen freigeschaltet haben übers DLC. Also nochmal zur Erinnerung, ich habe die ganzen DLCs schon gekauft. Und ich kann hier auch eher Sachen abholen, ne? Hier zum Beispiel diese Kiste hier darf ich mir jetzt holen. Schön, dich kennenzulernen, darf ich mich vorstellen? Ich heiße Christian und mein Spezialangebot sind Schätze. Lass mich dir alles über diese sagenhaft spektakulären und super spannenden kostbaren Koffer erzählen. Ich muss dich warnen, du wirst deinen Ohren nicht trauen, aber ich garantiere dir, dass diese Schönheiten jedes Mal, wenn du sie öffnest, einen Gegenstand ausspucken. Sobald du allerdings eine wertvolle Belohnung eingeheimst hast, wird es ein Weilchen dauern, bis du wieder was aus ihnen herausholen kannst. Die Gegenstände, die du dann findest, stammen aus einer festgelegten Auswahl. Wenn du die Liste ansehen möchtest, kannst du gerne einen Blick darauf werfen. Sobald du jeden einzelnen Gegenstand aus der Liste erworben hast, wird sie erneuert. Und ein brandneues Set aus Belohnungen nimmt ihren Platz ein. Nimm dir die Zeit, den Abschnitt über die kostbaren Koffer im Menü zu lesen, wenn du alles darüber wissen willst. Jetzt wird es Zeit, dass du dich über meinen Hort hermachst und eines dieser neuen Dinge öffnest. Ich öffne mal. Ich halte fünf herzhafte Haxen. Okay. Ich kann immer und immer wieder das hier absammeln, ne? Ja, das klingt doch gut. Ich dafür nichts tun muss. Okay, dich habe ich hier noch vorher nicht gesehen. Wenn das nicht Shining ist, was ist denn mit dem Monster-Themen? Ist noch Luft da oben? Tja, ich als dein neuer Coach habe einen straffen Trainingsplan für dich. Und damit meine ich Dungeons. Dungeons und noch mehr Dungeons. Werde ich in die Zange nehmen? Ich, in Coach Cornelius Fitness-Schrimperium. Jedem neuen Dungeon musst du andere Ziele erreichen. Stelle also ein Team aus Monstern zusammen, das perfekt auf die anstehenden Aufgaben zugeschnitten ist. Wenn du dir meine blutige Nase holst, dann kann ich dir einen neuen Dungeon bauen, aber nur einmal am Tag. Hier wird niemand in Watte gepackt. Ach, und komm bloß nicht auf die Idee, dein eigenes Gold oder Gegenstand in meine Dungeons mitzunehmen. Du sollst schließlich dann die richtigen Monster auszuwählen. Also bist du bereit, in den Ring zu steigen? Okay, Champ, dann such dir einen Dungeon aus. Ah, okay, das sind so gesehen Herausforderungen. Guck mal, das scheint aber auch recht schwer zu sein, weil wenn selbst auch zwei Sterne, ich gehe zumindest davon aus, dass die Sterne sagen, wie schwer das ist, ich schon Monster auf Rang A brauche, dann brauche ich das eigentlich momentan, glaube ich, gar nicht versuchen. Obwohl, das hier hat 4 Sterne und ist auf Rang D.
Hier auch Fragen F. Na gut, ich habe aber trotzdem nichts, was Rang F wäre. Ist dieser noch irgendwie Maulwurf wäre hier? Hier ist auch ein Symbol hinten am Haus. Na, guck mal hier, Maulwurf. Habe ich mein Thumbnail. Oh, hey, auf. Ich hoffe, dass ich vorher das Feuer hier blicken lassen. Dann die Maulwurf, der Name. Ich bin hier Chefkrippe. Warte mal, Kumpel. Hast du eh gewünscht, du kannst am Monster gesagt hast, dass du wollen? Ja, kann ich dir nämlich einen Traum erfüllen. Sieh dir den Anschlag an, den ich speziell für dich gebaut habe. Ich nenne ihn den Maulwurfbau. Und hier unten wirst du erwartet, welche Karten Monster erwarten, die du schon mal im Team hattest. Und damit meine ich ja Monster, die man nur durch Synthese erschaffen kann. Es muss nur schon mal Mitglied deiner Gruppe gewesen sein. Jedes einzelne Monster dort unten ist rekrutierbar. Wir beschweren des Kampfes an oder gib ihm eins auf die Mütze, um herauszufinden, ob es Lust hat, mit dir zu kommen. Nachdem du es besiegt hast. Aber bevor du dich auf dem Weg nach unten machst, um dir ein paar starke neue Freunde zu suchen, will ich dir ein paar Sachen einschürfen, okay? Der Augenmantel, die Monster Maulwurfbau erscheinen, ändert sich je nach Dungeon-Ebene. Auf höherrangigen Ebenen wimmelt es nur so von mörderischen Monstern, die nicht so einfach so nach deiner Familie verteilt zu werden, Meister. Wenn dein Ziel also eine höherrangige Ebene ist, zum Beispiel Rang A, dann muss ein Monster auch Rang A dafür kriegen, dich zu begleiten, um dort überhaupt eine Chance zu haben. Aber genug geredet. Bist du stark bereit, mit dem Tunnel auf Tuchfühlung zu gehen? Der Maulwurfbau betreten? Ja, lass mal reingehen. Willkommen, Maulwurfbau-Kumpel. Welche Ebene willst du aussuchen? Rang G natürlich. Ja, ich will die Rang-G-Ebene betreten. Na gut, dann mal los mit dir. Ich wünsche dir eine Reise aus mit deinem Monster, mein Freund. Der Brunnen führt zur nächsten Ebene, aber die Monster, die dort unten lauern, werden einen höheren Hang haben. Wenn du das Gefühl bekommen solltest, dass du dich womöglich übernommen hast, kannst du jederzeit L drücken, um zur sicheren Koppel zurückzukehren. Aber lass den Mut nicht sinken. Selbst wenn du dich gezwungen sehen solltest, einen taktischen Rückzug anzutreten, schließlich kannst du mit einem stärkeren Team zurückkehren. Okay. Hier laufen echt all die Monster rum, die ich schon bekämpft habe. Guck mal, wir haben auch mal eine richtig riesige Version eigentlich von dem Gockel erwischt, weil hier ist der echt winzig. Na schön ist, hier sind sie offenbar nicht mal halb so aggressiv. Na gut, aber ich hätte jetzt halt nichts davon, die zu bekämpfen, ne? Hey, komm mal, mach mal wieder von dir rein, ja? Im Übrigen, falls ihr euch fragt, was diese Synthese ist, die gab es auch schon in früheren Teilen. Man kann zwei Monster miteinander fusionieren. Ich meine, irgendwie gingen sogar drei. Und dann wird daraus ein wesentlich stärkeres Monster. Das ist Synthese, aber das haben wir momentan natürlich nicht. Kann ich die jetzt schon wieder absammeln? Okay, Kiste zugleich, nicht gleich, kannst absammeln. Verstanden. Ich meine, mit ihm musste ich reden, oder? Nee. Soll ich nochmal zu der... Ach, meine Hauptmission ist ja gerade in der Arena aufzusteigen, ne? Stimmt ja. Dann gehe ich mal zur Arena. Meine momentanen Monster schaffen die nächste Herausforderung des Kolosseums. Kann ich eigentlich bei dir? Ach so, du bist einfach nur hier, um mir das zu erklären. Ja, ich bin der Champion. Ja, Kategorie F habe ich doch, glaube ich, gar keine Chance.
Also Kategorie F Stände zur Verfügung, aber ich habe noch keine Chance. Das weiß ich jetzt schon. Ich glaube, dafür brauche ich mindestens Level 10. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es jetzt nicht gleich versuchen werde, aber ich sehe unsere Chancen gering. Obwohl, ich muss erstmal Geld machen. Ah, Moment. Ich werde mir jetzt irgendwie auf die 50 bringen und dann starten wir einmal F. So, ich habe jetzt einfach die ganzen Steinchen verkauft und bin genau auf 50 gekommen. Ich glaube nicht, dass meine Monster hier überleben werden, aber wir können es ja trotzdem versuchen. Okay. Er gibt mir einfach Spitznamen. And facing him, classy like a ballerina, but downright nasty in the arena, it's Lady Aurelia. Er hat auch einen Hornhasen. Sie hat einen Hornhasen. Die Frage ist, ob meine Monster das überhaupt schaffen können. Ich glaube ja eher weniger. Sunny, ich mach dich mal auf Wunden heilen. Das hat verfehlt. Sollte eventuell zumindest den Kumodo austauschen. Der hat ja gar keine Chance. Der ist nämlich noch gar nicht trainiert. Aber ich kann nicht aufgeben machen, weil das Geld kriege ich nicht zurück. Kommt, Leute, ich glaube an euch. Eigentlich kann ich auf Autokampf machen und mich einfach zurücklehnen. In der Arena kann ich halt auch nur zuschauen. Okay, wir könnten das hier tatsächlich schaffen. Die Chance besteht zumindest. But who's he facing in round two? None other than Lady Long, draconic beast from the distant east. Watch out, she'll strike like lightning. Oh, der Rest macht mir Angst. No time to waste. It's time for the second bout. Let's brawl. Wisst ihr was? Während der Arena lasse ich mich einfach komplett aus dem Bild, weil ich eh auf Autokampf drücke. Ich kann denen keine Befehle geben. Das Huhn hat natürlich Gesundung, das ist praktisch. Es heilt sich ab und zu. Ja, der Komodo macht hier echt gar nichts mehr. Der ist zum Schläger einstecken da. Ja, genau, heil den Gockel. Und tot. Das ist Bröckel. Eigentlich sind wir los. Okay, gerade so geschafft. Ja, mit dem Komodo habe ich mir selber einen Stein in den Weg gelegt. Cucumber. He doesn't look even remotely phased.
now for his last opponent. It's the trash-talking terror, the bequiffed basher, Gorgeous Gordon! Ich finde es schön, dass der englische Name einfach komplett anders ist. Ich hoffe, meine Monster sind so schlau und greifen erst die Kleinen an. Weil die weniger aushalten. Weil die Schlange wird einiges aushalten. Lebt der Komodo eigentlich wieder? Zumindest zum Schläger einstecken? Ja. Wie du siehst, gibt es in Monstern in verschiedenen Größen, sogar innerhalb derselben Art. Du wirst kleinen Monstern K und großen Monstern G begegnen. Große Monster haben höhere Attribute, aber wegen ihres Ausmaßes brauchen sie mehr Platz in deiner Gruppe, beispielsweise die Schlange da. Okay, die Schlange macht aber nicht viel mehr Damage als andere Gegner. Oh, ein Glück, wurde Sunny nicht damit betroffen. Mit dem Edge. Ah, die gehen zuerst auf die Schlange. Nein, wir haben einen unserer Stärksten verloren. Wir dürfen nicht den Drachen verlieren. Mach doch Ach, kann er nicht. Ich wollte gerade sagen, mach Knister. Aber er hat ja Edge auf sich drauf. Du warst eh nur zum Schläger anstecken da. Es wird nix. Wie gesagt, mit dem Komodo habe ich mir selber einen Stein in den Weg gelegt. Unser Blumendrache, der carried halt gerade komplett durch. Aber wenn der drauf geht, haben wir verloren. Ja, haben verloren. Aber krass trotzdem, wie knapp es war. Ja komm, wir zögern es jetzt nicht unnötig hinaus. Sogar genau besiegt. Aber wenn ich ein paar Level ups mache, könnten wir das schaffen. Oh, das kannst du doch bestimmt noch besser. Kopf hoch, Junge. Und denk an, du bist die Novizen, Supernova. Danke. Also wir müssen definitiv trainieren gehen. Ich kann nicht zufällig mittlerweile zu einer anderen Ebene gehen. Weil auf der Ebene habe ich ja eigentlich alles schon erforscht. Ich war in dem Haus hier noch nicht drin. Aber offenbar auch mit Grund. Pferd hat mir bestimmt verdammt viel zu sagen. Oh, ich plündere deinen Topf. Wie gesagt, ich müsste jetzt erstmal trainieren, ne? Okay, ich habe jetzt so oder so erstmal Training vor mir. Ich würde einfach sagen, ich trainiere meine Monster, die ich jetzt gerade dabei habe, erstmal so mindestens auf Level 8 hoch. Rex natürlich auch. Es wird aber ein bisschen dauern. Deswegen einfach mal hier einen Cut, bis ich die hochtrainiert habe. Wir sehen uns dann bei euch in ein paar Sekunden wieder, bei mir wahrscheinlich mindestens eine halbe Stunde. Also bis gleich. So Leute, ich habe jetzt mein gesamtes Team hier mal auf Level 7 bzw. 8 hoch trainiert. Ich lag mit der halben Stunde sogar recht gut in der Zeit. Ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht, um die jetzt so hoch zu leveln. Man kann echt beschissen leveln in der ersten Ebene. Aber ich habe noch ein paar Begabungspunkte auf jeden Fall zu vergeben.
Die Punkte kriegt eine gute Fee. Ich habe 6 Punkte nur zu vergeben. Kriegt er mal hier. Was macht blendender Blitz? Ah, nimm. Säuse? Du lernst auch Säuse. Hier gehe ich mal 5 Punkte in das. Nee, ich gebe direkt 10. So. Dann überlege ich gerade, wen ich ins Team hole. Schacho bleibt drin. Eigentlich ist das Team, was ich gerade habe, das Beste, was ich nutzen kann, ne? Ich habe übrigens gerade eben hier gesehen, dass hier links, das ist eine Bank, hier kann ich mein Geld einlagern. Aber offenbar erst ab einem bestimmten Wert. Okay, dann nehmen wir nochmal teil. Meine Kameraden sind diesmal stärker. Das ist der Kampf, der mir Probleme bereitet. Den zweiten Kampf habe ich wahrscheinlich weggestellt, weil der Instant ging. Hoffen wir mal, dass die diesmal schlauer sind. Also unsere Leute. Oh Gott, wir sind alle vergiftet. Greift doch Stacho an. Okay, die natürliche Gesundung hält gut gegen die Giften an. Heilung ungefähr das gleiche. Die Schlange kann auch zweimal angreifen. Dreimal sogar. Ja, mehr vergiften kannst du es eh nicht. Ja, diesmal können wir es schaffen. Was für ein Unterschied, ein paar Level machen können, ne? Und gewonnen. Es war ein harter Kampf, aber wir haben es geschafft. Danke. Zu gütig. Eine Portion Monstermampf. Ja, Kategorie S. Das ist die härteste Kategorie von allen. Among the pigeons. Don't mind me, I'm perfectly friendly. Wenn du meinst. My name is Virgil, talent spotter extraordinaire for the Monster Mauling Association. Tell me, are you really fulfilled by this trifle of a tourney? You could be squaring up to far mightier monsters. At the Mauliseum in Nadiria. Seriously, I'm not kidding. So, fancy going and finding out for yourself? Klar. Music to my ears. Now, if you're heading to Nadiria, you'll need this. That.
is Travelite, a hallowed hunk of stone created by elves in the dim and distant past. Use it right, and you'll be able to travel to Nadiria at a stroke. Danke. Now, I don't mean to let the cat out of the bag, but I understand there's an elf in your village. She'd be the perfect candidate to teach you how to use Travelite, so I suggest having a word. Mew-hoo-hoo. Well, I guess I'll catch you in Nadiria. Dann mal zurück zu unserer Freundin, ne? Meine werte Freundin, hier bin ich. Oh, ja, hoffentlich kannst du kochen. Mutterliete wurden vor langer Zeit von Elfen hergestellt, um nach Nadiria zu reisen. Der Stoff, aus dem Legenden sind, hast du nur einen gefunden. Aha, und hat dich eingeladen, ihn damit dort zu besuchen? Na, wenn das so ist, wirst du meine Hilfe dabei brauchen, den Weg zu öffnen. I am about to perform a traditional elvish dance. I hope you'll enjoy it. Ich hoffe auch. It's been some time though. I only hope I remember the steps. Das war ein wunderschöner Tanz. Wow! Take a look outside. There were always legends back home that Travelite could open the way to Nadiria. To think they were true. My prince, did that help? Yeah. Oh, that's a relief. By the way, Travelite comes in other varieties. With the right kind, we could visit all sorts of places in Nadiria. Back in Rose Hill, I didn't venture outside my room just as you asked. So I was thinking... Seeing as we're in Nadiria now, where I'm safe from humans, maybe I could join you on your adventures here. Klar. Hooray! I'm so pleased. Thank you ever so much. Yay!
go back to Terrestria, you can do so via the magic circle. But first, let's explore Nadiria. Okay, Leute, ich würde aber sagen, Nadiria erkunden wir beim nächsten Mal. Haben wir heute wieder einiges erlebt. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!